Na, also es läuft hier. Hier fliegt auch noch irgendwas. Was haben wir da jetzt gekriegt? Essenz irgendwas. Ah, den... Wow, Level 5, Level 5. Aggressiver Schleim, Level 5. Na, das ist ja nichts hier. Also das ist nicht gut. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht bis auf Ewigkeit. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Hier ist noch ein Level 1er. Den holen wir uns auch noch. So, schön erledigt. Wunderbar. Hab ich da noch irgendwas verpennt? Nee. Also, wir brauchen auf jeden Fall dieses Ore da oben. Das müssen wir uns mitnehmen. Das ist wichtig. So. Ein fliegender Käfer haben wir hier nochmal im Angebot. Swuppdiwupp. Den Schleim holen wir uns auch noch. Ja, jetzt mit der neuen Waffe macht sich das... Nee, macht sich das echt gut wieder, wollte ich gerade sagen. Ich darf nur nicht eingeschenkt bekommen von dem Fünfer. Wow! Na also, was? Multitool Mark 3 Blueprint. Au, wie cool. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Ah, jetzt. Der Server ist gerade ein bisschen überlastet. Habe ich so das Gefühl zumindest. Den Vierer da oben holen wir uns noch. Und, oh, die Fossilien brauchen wir auch noch. Nehmen wir erst die Fossilien mit. Wie gesagt, ein stärkeres Multitool wäre so eine Idee. Plan des Gefechts quasi. So, jetzt hänge ich nochmal so für heute nochmal ein kleines halbes Stündchen mit dran, würde ich sagen. Das ist so ein guter Plan, denke ich. Wow! Also... Wow, also viel darf man von denen nicht eingeschenkt bekommen. Das ist nicht gesund auf Dauer. Aber dafür, wie gesagt, den Mark 3 Blueprint haben wir uns geholt. Sehr, sehr cool. Können wir uns mal ganz kurz hier angucken. So, jetzt schauen wir uns den Blueprint Mark 3 an. Können wir den hier... Ach nee, Quatsch, den können wir hier gar nicht bauen. Da können wir vielleicht aufrüsten. Müssen wir mal schauen. Mark 3. Wir haben aber auch schon relativ viel gefunden von dem Zeug, ne? Multitool Mark 3. Spherical Cube haben wir immer noch nix. Da müssen wir mal gucken. Ich schaue jetzt mir mal die Sache hier nochmal an, was uns noch fehlt, um das hier abzugraden. Ohr fehlt uns dann noch. Und dann können wir hier mal gucken. Gems können wir, Cut Gem, Ohr. Können wir noch ein bisschen was machen. Hallo an Goofy an der Stelle. So, Ore gibt's hier leider nicht, aber dafür eine Riesenspinne. Da wollen wir nicht hin. So. Gasomita hat sich im Übrigen sehr gefreut, dass wir mit Space Engineers weitermachen. Das ist super. Das freut uns natürlich auch umso mehr. Aber ein bisschen Spannung musste ja natürlich auch sein. Ja. Wäre sonst halb so lustig gewesen. So, ich muss mir noch heilen, fällt mir gerade an der Stelle auf. Na gut. Heilen. Heilen geht ja in dem Spiel super einfach. Man stellt sich einfach an so ein Feuer, haut da ein bisschen Holz rein. Und tanzt ein bisschen. Yeah. So, was haben wir denn noch? Mensch,
viele Leute sind denn eigentlich hier unterwegs? Hier, es werden wieder mehr. Super. Ah, jetzt sind wir gleich voll. Dauert immer ein paar Sekunden. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Es sind tatsächlich 7 Leute, die heute neu gefollowt haben. Dankeschön an der Stelle dafür. Super. 7 Leute, neue Follower. Klasse. So. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas kriegen, ob wir irgendwas abgreifen können. Nichts. Na gut. Würde ich sagen, gehen wir ins nächste Wäldchen rein. Mal gucken, ob wir da jemanden zerlegen können. Mal ein bisschen in die Richtung weiterlaufen. Da waren wir ja noch nicht und da scheint es auch ziemlich viel Holz zu geben. Kann ich mir ein bisschen mit meinem Multitool rumfuchteln. Bisschen Holz abgreifen noch an der Stelle. Ich habe Gönners Namen getanzt. Was? Könnte sein. Gasometer weiß nicht so ganz, also wie dieses Spiel, also der Sinn des Spiels. Ist einfach ein bisschen hier. Ne? Also jetzt am Anfang ist es erstmal so, man baut sich, man craftet sich bessere Sachen, glaube ich zumindest, dass ich den Sinn so verstehe. Und dann dafür später allerdings baut man sich dann Hütchen und dann kann man auch ein bisschen PvP machen. Dungeons soll es geben, also kann man auch ein bisschen was erleben. Also eine grafische Umsetzung von Terraria fast schon. Ob man sich allerdings in den Boden hier eingraben kann, das weiß ich nicht. Das ist mir auch noch schleierhaft. Oh, der Slime. Slimey! Also die langen schon ordentlich zu, die Viecher. Wenn sie mal treffen, dann, ne? Ist nicht schön. Oh, da haben wir was zu essen gefunden. 5 Essen. Sehr nett. Wow, was bist du denn da? Bug-Dog. Der lässt wieder viel... Oh, eine Force Field Door. Ein Generator haben wir bekommen. Mensch, der hat ordentlich was gedroppt. Sehr cool. Oh, da ist der große Bruder, oder was? Level 8? Nee, da bleiben wir nicht. Hier ist nicht nett. Wir müssen bloß die Richtung, dass man... Also wir, das Gute ist, man kann natürlich an so einem Gebilde, wenn man wohnt, das findet man wieder. Da sieht man eine Zeit lang. Albi schreibt Hi. Huch, falsches Gerät. Fossils noch mit, die brauchen wir ja eh immer. Locator not built. Okay, einen Locator brauchen wir noch. Das war das Ding, was hier die anzeigt, ob man irgendwie... Toll, der hatte gar nichts gegeben. Einen Locator brauchen wir noch. Dann wissen wir nämlich, in welche Richtung wir nach Hause müssen. Was sehr cool ist, wenn man sowas weiß. Hilft einem schon enorm weiter. Aber ich glaube, wir sehen es auch von hier. Da gibt es wieder neue frische Gems abzuholen. Aber jetzt holen wir uns erstmal noch die Fossils. Bin mal gespannt, ob der Albi uns in-game hier findet. Wäre natürlich klasse. Kann er dann auch mit uns da siedeln. Wow. Okay. So, hier hinten finden wir nichts. Da hinten ist immer noch so ein riesen Startrampengebilde. Und so blinkt da hinten mal was. Da könnte man eigentlich mal hinschauen. Das ist dieses Element X, hab ich mir sagen lassen. Ja, also habt ihr im Chat geschrieben, dass wenn man da hinläuft, findet man dieses Element X, da wo es blinkt. Also, glaube ich mal, wenn wir da in diese Richtung laufen, Element X, wir kommen. Danach laufen wir wieder zu unserer Sphäre zurück. Müssen wir gerade schauen, wo waren das jetzt? Da hinten war das jetzt. Da holen wir uns den nochmal schnell. Hier gibt es Frühstück. Zack, okay. A Sentence of Fire haben wir bekommen.
Okay, wir dürfen nur nicht vergessen, in welche Richtung diese Sphäre war. Komm zurück zu mir! Okay. So, da sind wir, glaube ich, richtig. Da ist irgendwas. Da, hier. Wow, wir haben richtig viel bekommen. Da ist einer gestorben. Das war das Problem. Was ist denn das da? Oder die Waldfee. Wow, okay, das ist ein Dungeon. Hey, wir haben Dungeon gefunden. Dungeon! Da geht's raus. Okay, wir bleiben drin, Freunde. Irgendwas grunzt da. Macht mir generell immer ein bisschen Angst. Wow, jawohl, so will ich das. Unendliche Gemquelle. Okay. Mal lieber die Keule in die Hand nehmen. Oh. Die haben eine Knarre. Ist mir egal, solange die beschäftigt sind, hole ich mir das Zeug. Ja, ich tanze dem Gönner seinen Namen, aber nur mit Liebe. Alter Schwede, das geht ja bis in die Unendlichkeit, das Ding. An den kommt man gar nicht so gut ran. So, Kumpels, ha? Wow! Wow, 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 wow! Nicht, 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 nicht! Oh, Gott sei Dank, raus hier! So, ich geh mal. Huhuhuhu. Alter Schwede, nein, 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 nein! Wir hauen ab, solange wir es noch können. Naja, ich wollte gehen, aber ich kann nicht. Okay. Lass mich bloß in Frieden. Wir gehen hier. Wir wollen nicht weiter. Press E zu... Oh Gott, raus, Alter. Raus aus der Bude. Bude, Bude, Bude. Bude, Bude. Bude, Bude. Geht das ohne Feuer auch? Nee. Okay. Wir nehmen das Holz jetzt nochmal mit. Ach, der Gönner. Mensch. Alter Zuschauerdieb. Wir gehen, Freunde, wir gehen nach Hause. Es ist Zeit, ja. Wir haben viele Blueprints bekommen. Und... Schauen wir mal. Ah, ich habe was zu essen scheinbar hier mir reingezogen gerade. Es gibt ein bisschen Leben zurück, aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir jetzt mal ein bisschen am Feuer tanzen. Oh, da sind wieder aggressive Schleimdinge. Mit denen lege ich mich jetzt tatsächlich gerade mal nicht an. Obwohl es nur Level 1 ist, aber selbst der kann mich... Ja genau, so nämlich gerade umlegen. Das lassen wir mal lieber. Dann laufen wir jetzt Richtung Heimat. Oh, der Gasometer-Mensch hat uns beide lieb. Also mich und den Gönner. Ist nett. Bin gespannt. Oh, da ist Eisen wieder und ein paar edelste Steine sind da auch noch. So, schürt das Feuer, liebe Freunde, schürt das Feuer.